Dein Film wird gleich präsentiert und beim Landscape werden aber auch 7 andere Filme von jungen Regisseuren präsentiert. Wie bewertest du die Situation für junge Regisseure in Deutschland gerade aktuell? Naja, also ich meine, die ist natürlich gut und schlecht. Also es ist leicht und schwierig, wie soll ich sagen? Was ist leicht, was ist schwierig? Na, ich glaube, wir leben halt jetzt natürlich in einer Zeit und haben einen Luxus aus technischer Sicht, dass es jetzt halt so günstig und einfach ist, Filme zu drehen wie nie zuvor. Also auch in der Qualität, die mit dem herkömmlichen Film, also 35mm Material, quasi mithalten kann. Das ist natürlich toll und vor 10 oder 15 Jahren hätte ich meine Filme noch nicht so machen können, wie ich es gemacht habe. Einfach mit wenigen 1000 Euro einer von diesen neuen Spiegelreflex-DSLR-Kameras und halt ein Team von Freunden. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, oder wird oft gesagt, dass es schwierig ist. Dominik Graf hat vor kurzem irgendwie gesagt, ihr seid zu viele. Ich weiß aber nicht genau, wen er damit gemeint hat. Also sich selber glaube ich nicht. Aber er sagt einfach, es gibt zu viele junge Regisseure. Ist natürlich Quatsch. Aber es ist eigentlich schon eine ganz gute Zeit, um Filme zu machen. Ich beziehe mich deswegen darauf, man hört das ja oft, den Vorwurf, den man bekommt, Trivialkino, der Markt, der zirkuliert, der ist total verschlossen, was so tatsächlich junge Regisseure angeht, denen die Möglichkeit zu geben, auch in die großen Kinos zu kommen. Wenn du auf diese Situation blickst, was würdest du verbessern? Ja, naja, gut, ich meine, da bin ich jetzt vielleicht auch gar nicht so der richtigste Ansprechpartner, aber ich kann eigentlich nur das sagen, was ich immer gesagt habe, das ist ein sehr komplexes Thema und welche Filme im Kino laufen und welche Filme dann auch erfolgreich laufen, hängt ja nicht ausschließlich von den Filmen selbst ab. Das hängt ja auch damit ab, was für ein Budget die für die Auswertung haben, für die Werbekampagne. Und die konkurrieren natürlich auch mit dem, vor allem in Europa jetzt auch mit dem amerikanischen Kino, wo natürlich ganz andere Finanzen dahinter stehen. Und das muss man alles mit berücksichtigen, ja, zusammen mit dem, was es in zur aktuellen Zeit einfach für ein Publikum bedeutet, ins Kino zu gehen, im Vergleich dazu, was es bedeutet, einen Film im Internet zu schauen, den da entweder illegal kostenlos zu schauen oder in irgendeiner legalen Form zu schauen, was es bedeutet, Fernsehen zu schauen. Also, das ist ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Wir sehen deinen Film ja gleich auch. Wie guckt man als nicht nur Regisseur, sondern selber auch als Hauptdarsteller eines Films auf den eigenen Film? Ja, ich glaube, das ist auch immer schwierig. Also ich glaube, man kann den eigenen Film nie so frei gucken, wie man halt einen Film geguckt hätte, mit dem man nichts zu tun hatte. Weil man natürlich beim Dreh dabei war und im schlimmsten Fall sogar noch selber vor der Kamera stand und sich dann selber sieht. Also ich meine, manchmal ist es quälend, manchmal ist es meditativ. Also ich verstehe immer nicht, worum es in den Filmen geht. Ich gucke die dann einfach nur so und ich sehe halt dann Leute, die den Mund auf und zu machen und irgendwas sagen. Und ich kann die alleine nicht gucken, ich kann nicht hingucken. Aber wenn ich das mit dem Publikum gucke, finde ich das ganz interessant. Ich höre dann eher so die Reaktionen mit und dann ist das so, ich versuche dann durch die Augen der anderen zu sehen. Aber genießen kann ich das nicht. Captain Oscar oder Captain Oscar, der Titel deines neuen Films. Wie kam dir die Idee zu dem Film? Was war die Inspiration? Naja, ich meine, ich arbeite ja sehr viel mit Improvisation und deswegen kommt oft immer alles so eigentlich so aus dem Nichts oder eben eher aus der Realität. Das heißt, ich hatte jetzt nicht eine Idee im Kopf, die ich irgendwie mit mir rumgetragen habe und dann gesagt, die muss ich jetzt so umsetzen, sondern habe einfach nur gesehen, was habe ich gerade. Und es gab eben eine Schauspielerin, Amelie Kiefer, mit der ich sehr gut befreundet war und die sagte irgendwie, ich will unbedingt mit dir einen Film drehen. Und ich habe gesagt, nein, ich drehe nicht mit Freunden, das macht doch nur die Freundschaft kaputt. Aber irgendwie habe ich dann drüber nachgedacht und dachte, ich mag sie echt gern und finde sie als Schauspielerin großartig. Und habe dann mit dem Gedanken gespielt und dann beschlossen, dass das schon mal steht, ich werde mit ihr drehen. Und in irgendeiner Form, also ich wollte halt auch Themen variieren, ich wollte eigentlich ein größeres Thema und habe dann aber gemerkt, das ist zu früh und ich habe noch nicht das Budget dazu und ich habe nicht die Zeit dazu, ich wollte einfach schnell einen zweiten Film drehen. In meinem ersten eigenen Spielfilm, Papa Gold, geht es eben um einen Typen, der mit ganz vielen Frauen schläft. Das war eigentlich eher so ein Witz, was ich jetzt im Nachhinein gemerkt habe, dass es viele Leute auch sehr ernst nehmen. Aber ich dachte, das kann ich beim zweiten Film nicht machen. Also dachte ich, es gibt ein Pärchen irgendwie, die aber zusammen sind, aber die aber nicht miteinander schlafen. Das war so die Prämisse und so haben wir dann auch angefangen zu drehen und dann habe ich während des Drehs gemerkt, das geht ja gar nicht, ich möchte jetzt eine Sexszene und dann haben wir das auch gemacht. Die Sexszene ist aber nicht im Film,
Aber in dem Kurzfilm, den wir heute sehen werden, habe ich jetzt zu viel verraten. Ich hoffe nicht. Naja, und der Rest entstand eigentlich echt während des Drehs und aus den Schauspielern und Schauspielerinnen heraus. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Wo waren so die Tücken beim Dreh deines Films, dieses Films? Ja, ich meine, es gibt immer Schwierigkeiten. Es gibt ganz viele Momente, die ganz wundervoll sind und manchmal gab es einfach echt Organisatorisches, was schwierig war. Und ich war auch gleichzeitig noch Produktionsleiter und hatte damit viel zu tun, wo ich hoffe, dass ich in Zukunft da einfach entlastet werde. Und dann waren es wirklich so Banalitäten, wie dass wir in Mitte gedreht haben, wo wir einfach ein Parkplatzproblem hatten und ständig Parkscheine lösen mussten. Und also wirklich so Sachen, wo man denken würde, das ist doch jetzt kein Problem beim Film. Aber das war ein Problem bei uns, weil das Team war so klein und es gab niemanden, der sich darum gekümmert hätte. Aber manchmal waren es so Befindlichkeiten, entweder die eigenen oder die von anderen Menschen. Ja, und manchmal musste ich meine Schauspielerin betrunken machen. Das war schwierig. Wie macht man das? Womit macht man seine Schauspieler am besten betrunken? Mit Wodka. Pur? Ja. Also das, was man in dem Film getrunken hat, ist meistens immer pur. Also wir haben das nie mit Wasser nachgefüllt oder so. Ja. Na, so ein Film findet immer noch in einem zeitlichen Rahmen statt und oft auch in einem finanziellen Rahmen. Und eigentlich ist die Arbeitsweise, die wir so entwickelt haben, die auch wie auch mein Bruder arbeitet oder eben auch viele von unseren Kollegen, dieses Improvisative ist ein bisschen daraus entstanden, dass wir das so oft beobachtet haben beim klassischen Film. Es gibt immer ein Drehbuch und dann gibt es einen Drehplan und ein Pensum, das pro Tag erfüllt werden muss. Und meistens dauert alles länger und wenn irgendwas schief geht, dann fällt der Plan auseinander und dann hast du halt irgendwie immer diese 14-Stunden-Drehtage, einfach nur um die Szenen irgendwie drehen zu können, die halt im Drehplan stehen. Und am Ende des Tages fallen halt den Schauspielern die Augen zu und frage ich mich mal, was nützt es dann irgendwie diese ganzen talentierten Leute zu haben und tolle Kameraleute. Und überhaupt das ganze Team, wenn die am Ende einfach nicht mehr können und dann ist sogar, wenn die Szene sogar schon gut geschrieben ist, kann sie dann trotzdem nicht mehr irgendwie auf das Level kommen, wo sie ist. Und dann haben wir das gesagt, lass es uns umdrehen, wir haben kein Pensum, sondern wir gucken einfach, wie viel Zeit haben wir und wollen diese Zeit einfach effektiv füllen. Das heißt, wenn wir müde sind, gehen wir ins Bett und dann drehen wir auch nicht mehr. Und es gibt nicht irgendwie, wir müssen die und die Szene drehen, weil wir gar nicht wissen, was passiert. Das ist jetzt die extreme Form des Improvisierens. Und das hat halt eine Menge Vorteile so für die Arbeitsatmosphäre. Natürlich, aber wie man sich denken kann, ist es dann alles nicht so planbar. Da muss man dann auch dementsprechend flexibel sein und auch wissen, dass die Geschichte so flexibel angelegt ist und auch wissen, dass man halt dann im Schnitt ganz, ganz viel der Geschichte dann noch entstehen lässt. Und diese beiden Arbeitsweisen, da würde ich jetzt nicht sagen, eine davon ist die bessere, sondern man versucht dann irgendwann die Vorteile von beiden zu verbinden und das ist jetzt mein Plan für die kommenden Projekte, so einen Mittelweg zu gehen, also nicht mehr diese ganz Extremform, also ein bisschen mehr einen Plan zu haben, ein bisschen mehr vorher zu wissen, aber trotzdem noch dieses improvisative Spiel und diese Arbeitsweise zu benutzen. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man sich halt entscheiden muss, wo man sagen muss, aber das wollte ich unbedingt oder da hatte ich ausnahmsweise mal diese sogenannte Vision, von der oft die Rede ist. Da muss ich sagen, okay, wir machen das jetzt hier weiter und uns fehlt dann die Zeit später oder das ist jetzt so gut, wie es werden kann. Man muss die Zeit woanders nutzen und ich meine, das ist ja auch ein Riesenthema. Du hast gerade angedeutet mit deinem ersten Film Papa Gold, das war eigentlich jetzt ein Scherz oder aus Spaß auch. Glaubst du, dass sich viele Regisseure zu ernst nehmen? Ja, okay, das natürlich auch sein. Ich meine, als ich gesagt habe, dass Papa Gold ein Scherz war, meinte ich damit so ein bisschen, die Rolle, die ich da gespielt habe, war ein bisschen eine Reaktion auf einen Film, bei dem ich vorher mitgespielt habe, der heißt Stiller Frühling, auch ein improvisierter Film, da habe ich aber noch nicht Regie geführt und da spiele ich eben einen Typen, der einfach beim besten Willen keine Freundin finden kann. Und der Film war dann sehr erfolgreich auf Festivals und hat viele Preise gewonnen und ich mag den auch, aber irgendwie konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen oder dachte dann, oh wie absurd, jetzt spiele ich einen, der ganz viele Frauen bekommt und dachte alle so, ha, werden irgendwie darüber lachen und das einfach nicht ernst nehmen und dann war ich eben erschrocken, wie Leute das ernst genommen haben. Ich habe dabei auch viel über mich gelernt. Aber auf die Frage, ob Regisseure sich generell zu ernst nehmen, das kommt, glaube ich, immer auf den Typ an und auch aufs Publikum. Aber ich glaube, man kann das schon beobachten, wenn man zum Beispiel guckt, was für Filme Preise gewinnen oder was für Filme so Kritikerlieblinge sind. Sind das ja sehr selten, die Komödien eigentlich. Und das finde ich natürlich schon diskutabel oder woran das liegt oder... ich habe das selber auch gemerkt, als ich dann mal in Jury saß, dass man dann auch irgendwie so diskutiert und sagt, so welchen Film zeichnen wir aus? Und dann spielt dann gleich dieser Teil eine Rolle, dass man ja auch durch seine Handlung sich auch definiert als Jurymitglied und sagt, ja, wenn wir jetzt eine Komödie auszeichnen, dann denken alle, wir sind ja nur so Clowns oder so. Wir sind ja gar keine ernsten Künstler. Also nehmen wir hier diesen ernsten Film und dann sehen alle, wie klug wir sind. Das ist jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber
Ich glaube, das kann man durchaus mal diskutieren und darüber nachdenken. Trotzdem gibt es Filme, die sich zu Recht sehr ernst nehmen und die ich auch toll finde. Was hat dein letzter Film, Captain Oscar, jetzt bei dir selbst für dich persönlich ausgelöst? Ja, ganz viel. Ich meine, erst hatte ich nur einen Film und dachte dann, ich möchte ganz schnell einen zweiten Film machen. Einfach nur, um Vergleich zu haben. Und jetzt habe ich den. Jetzt weiß ich, was beim zweiten Mal wieder klappt und was nicht klappt. Ich habe auch während des Drehs gemerkt, dass meine eigene Meinung von einer Szene überhaupt nicht ausschlaggebend ist. Dass ich manchmal während des Drehs dachte, die Szene ist ja furchtbar, was machen wir? Wir verschwenden unsere Zeit. Und dann war sie im Schnitt, habe ich gemerkt, oh, die ist eigentlich großartig und andersrum. Und alles in allem, ja, war das eine gute Erfahrung. Das hat mich einen Schritt weitergebracht. Ich merke aber auch, dass es absurderweise sogar teilweise in manchen Situationen ein Nachteil ist, dass die Leute sagen, ja Moment, du hast jetzt schon zwei Filme, jetzt können wir ja gar keinen Debütfilm mehr mit dir machen. Und dann bin ich jetzt gar nicht mehr in diese Debüttöpfe von verschiedenen Sendern oder Förderanstalten reinkommen, weil ich schon zwei Filme gemacht habe. Aber ja, das ist nicht so schlimm. Abschließend, ein paar der Teams, die im Rahmen dieses Landscape Film Festivals ihre 7 Filme produzieren, werden ja nachher auch anwesend sein. Wenn du die triffst und mit denen ins Gespräch kommst, was gibst du den jungen Filmemachern auf den Weg? Was ist dein Rat? Ja, ich meine, es gibt da auch immer keine pauschale Antwort. Ich mit jedem einzelnen jungen Filmemacher könnte mich stundenlang unterhalten und ich wünschte, ich könnte mich mit mir selber länger unterhalten oder ich hätte mich mit mir unterhalten können vor 10 Jahren oder vielleicht noch mit jemand anderem. Aber fragen wir anders, was hättest du dir damals gewünscht als junger Filmemacher, was man dir als Rat auf den Weg mitgegeben hätte? Was hätte dir geholfen? Ich meine, 1000 Sachen. Manchmal wünscht man sich, es gibt jemand, der einen einfach in der Hand nimmt. Eine Sache, die ich sagen kann, das hat wirklich lange gedauert, bis ich einfach so einen Schritt gemacht habe. Und ich habe wirklich dieses so, ich will einen eigenen Film drehen. Diesen Gedanken habe ich mehrere Jahre mit mir rumgetragen, jahrelang. Und es waren einfach alberne Sachen, die mich davon abgehalten haben. Irgendwelche vorgeschobenen Gründe wie, ja, aber was denken dann die Leute über mich, wenn ich jetzt als Schauspieler dann plötzlich Filme mache? Oder ich bin noch nicht bereit oder ich brauche erst Geld oder irgendein Blödsinn. Bis man halt dann einfach sagt, so, was sind wirklich die Gründe, warum ich es nicht machen kann? Und wenn es keine gibt, dann macht man es einfach. Und letztendlich habe ich dann auch Glück gehabt und habe auch einen Arschtritt bekommen in der Form, dass ein Schauspieler einfach gesagt hat, du musst jetzt eben mir ein Demoband drehen. Das war eben Peter Trab, ne? Und dann habe ich gesagt, wieso Demoband? Lass uns gleich einen Film drehen. Und so entstand Papa Gold. Und wenn das nicht gewesen wäre, würde ich vielleicht immer noch hier sitzen und irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und ansonsten kann ich eigentlich generell allen sagen, weil das ist etwas, was mir wirklich bei allen jungen Filmemachern auffällt, dass sie sich übernehmen und dass sie oft zu viel auf einmal wollen und dadurch leiden halt dann irgendwie sehr schöne Ideen, einfach dadurch, dass sie sich überfordern. Und das kann ich wirklich allen sagen, dass es mehr Sinn macht, sich irgendwie auf das zu konzentrieren oder sich kleine Aufgaben zu stellen, wo man auch weiß, dass man die lösen kann, dass sich das eher lohnt, als irgendwie alles auf einmal zu wollen. Aber es ist auch so pauschal, ich meine, was macht man schon damit? Vielleicht pauschal, aber ein schönes Schlusswort. Tom, ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch.